Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich bin endlich zurück aus meiner ungewollten Sommerpause. Ja, der Sommer ist zwar noch nicht ganz vorbei und ich merke es auch gerade, dass mir gerade wieder sehr, sehr warm wird, aber trotzdem, da die Zeit gerade sehr günstig ist und ich auch Zeit habe, möchte ich euch sehr gerne dieses Video drehen. Und zwar möchte ich euch heute ein Buch vorstellen, welches mir freundlicherweise von der Autorin Andrea Banner zur Verfügung gestellt worden ist. Ich hoffe, man spricht ihren Namen so richtig aus. Und aus diesem Grund blende ich hier unten auch nochmal hier oder hier Rezensionsexemplar bzw. unbezahlte Werbung ein, nur damit ihr euch nicht wundert, aber trotzdem Bescheid wisst. Und um welches Buch es sich jetzt genau handelt, das seht ihr jetzt. Wie ihr bereits gesehen habt, möchte ich heute über das Werk Cluautemoc, wenn man es ausspricht, und die Schlacht um die versunkenen Reiche von der Autorin Andrea Bannert aus dem Behind Affinity Verlag sprechen. Ja, die Autorin hatte mich ja freundlicherweise angeschrieben und freundlich gefragt, ob ich gerne das Buch lesen möchte. Und ich war am Anfang etwas skeptisch, weil ich dachte so, Jugendbuch, Fantasy, ich weiß nicht. Aber ich habe auch schon lange nicht mehr Fantasy gelesen und hatte auch den Wunsch, gerne mal wieder was Fantastisches zu lesen. Und da kam es eigentlich zum richtigen Zeitpunkt und ich dachte mir dann so, naja gut, tue ich einfach mal meine Skepsis unter Bord werfen und versuche mich einfach mal an dem Werk. Um was geht es denn nun eigentlich in diesem Werk? Wir begegnen den drei Protagonisten Andreas, Marc und Manuela, welche ihrem Studentenleben in München quasi nachgehen, ihren Hobbys nachgehen und einfach ihr Leben genießen. Die drei können eigentlich quasi ein Stück weit nicht unterschiedlicher sein und eigentlich verbindet die drei auch nichts miteinander. Bis sie eines Tages gewisse körperliche Veränderungen feststellen, die sie völlig unabhängig voneinander beobachten an sich und mit denen sie versuchen klarzukommen und es ein Stück weit auch so ein bisschen abtun, wir verändern uns, es wird schon nicht so schlimm sein. Dennoch stellen alle drei Protagonisten fest, dass sie, wenn sie in der Nähe vom Wasser sind, beziehungsweise in der Nähe vom Meer sind, dass ihre Probleme beziehungsweise ihre körperlichen Veränderungen ein Stück weit erträglicher werden, wenn sie halt in der Nähe vom Meer beziehungsweise im Wasser sind. Da kommt der Tauchkurs der Universität eigentlich wie gerufen. Die drei schreiben sich mehr oder weniger unabhängig voneinander ein. Ja, und das Abenteuer beginnt für die drei eigentlich quasi mit ihrem Tauchkurs, der auf Gran Canaria stattfindet. Und die drei stellen fest, dass sie am Ende dann doch mehr miteinander gemeinsam haben, als sie ihn anfänglich eigentlich lieb sind. Kommen wir nun zu meiner Meinung. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich nicht meiner Skepsis, sondern meiner Neugier nachgegeben habe. Und das liegt einfach daran, dass ich hier eine wirklich fantastische Geschichte entdecken konnte und ich so an sich das Setting einfach noch nicht gelesen habe, auch wenn es wahrscheinlich auch noch nichts Neues ist. Aber für mich war es einfach was Neues, mal was anderes und deswegen hat mir das Setting einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte, dass es der Autorin gelungen ist, die Verbindung zwischen realistischer Welt und fantastischer Welt sehr, sehr gut miteinander zu verbinden. Weil, das muss man hier nochmal sagen, die fantastische und die realistische Welt finden hier schon Anknüpfpunkte und tun ab und zu mal schon so ein bisschen tauschen quasi. Wir befinden uns mal in der realistischen Welt und mal in der fantastischen Welt. Und ich finde, dass der Autorin es wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, das hier eine Verbindung zu schaffen, ohne dass man das Gefühl hat, dass die eine Welt in der anderen Welt quasi
ja, ein Störpunkt ist, beziehungsweise dass sie da nicht so richtig reinpasst. Ich fand einfach, dass sie sehr, sehr gut harmoniert haben miteinander. Und das finde ich, dass es der Autorin sehr, sehr gut gelungen ist. Ich finde, in manchen Welten, in manchen Geschichten ist es einfach so, dass man das Gefühl hat, ah, mit der einen Welt komme ich besser klar als mit der anderen. Oder die fantastischen Elemente sind einfach zu viel. Was ich hier, ehrlich gesagt, überhaupt nicht empfunden habe. Und ich fand, dass es ein ganz, ganz schöner fließender Übergang gewesen ist und man wirklich das Gefühl hat, beide Welten können so an sich nebeneinander existieren. Die fantastischen Elemente, die die Autorin hier anbringt, wie beispielsweise ja, die vier Wesen, vier Götter, haben mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn sie jetzt an sich jetzt nichts Neues sind. Auch, ich sag mal, das Prinzip der Meermenschen und so ist ja jetzt auch nichts Neues, aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt und ich hatte nie das Gefühl, dass sie zu viel oder gar zu wenig sind. Allerdings muss ich auch sagen zur Geschichte, dass hier einige Punkte sind, die ich gerne noch weiter ausgearbeitet hätte. Wie beispielsweise, wie sind denn die vier Weisen entstanden? Wie sind denn die vier Weisen entstanden? Warum haben sie denn die versunkenen Reiche ja erschaffen erschaffen? Und auch zum Beispiel ist hier die Rede mal von Atlantis. Es wird kurz erwähnt. Aber warum es erwähnt wird, vielleicht habe ich es auch überlesen, aber so an sich ist mir das jetzt erstmal nicht weiter eingefallen. Warum ist denn Atlantis überhaupt erwähnt worden, wenn es gar nicht weiter ausgearbeitet worden ist? Da hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht und noch mehr eine Ausarbeitung. Ansonsten, wenn jetzt das keine Rolle mehr spielt, hätte ich es mir auch gar nicht erst die Erwähnung gewünscht. Dennoch muss man halt jetzt hier sagen, dass er der erste Band ist. Und ich kann mir vorstellen, es folgen ja noch, also einen Band habe ich noch hier und der dritte Band folgt ja dann nächstes Jahr. Kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht auch noch, das noch weiter ausgearbeitet wird. Das würde ich mir sehr wünschen. Ansonsten, ja, wäre hier meiner Meinung nach vielleicht sogar ein Stück Ideen verspielt worden, beziehungsweise, vielleicht Ideen angefangen und dann vielleicht auch nicht zu Ende gedacht worden sind. Bei den Protagonisten war ich ja, wie gesagt, das war glaube ich auch mein erster Skepsispunkt oder beziehungsweise mein größter Skepsispunkt, einfach weil Jugendliche oder Jugendromane nicht mehr so mein Fall sind und ich mich damit doch sehr, sehr schwer tue und ich auch teilweise mit Klischees einfach nicht mehr zurechtkomme, beziehungsweise bestimmtes Verhalten mich einfach unglaublich nervt. Bei diesen drei Protagonisten ist es jetzt nicht so, dass hier keine Klischees gewesen sind oder jugendliches Verhalten an den Tag gelegt worden. Ich finde aber, dass die Klischees recht gut verpackt worden sind und man nicht das Gefühl hatte, man rutscht hier von einem Klischee ins nächste. Aber es ist einfach so gut, ich würde nicht sagen kaschiert worden, aber es ist halt einfach, das gehörte einfach zu den Charakteren dazu und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Es waren angenehme Jugendliche, die hoffentlich in den nächsten Bänden sich auch noch weiterentwickeln. Würden sie so sein, wie sie jetzt sind, wären sie als abgeschlossenen Band völlig in Ordnung. Wenn aber keine Entwicklung mehr in den nächsten folgenden Bänden kommt, dann fände ich das auch sehr, sehr schade und könnte vielleicht auch dazu führen, dass ich natürlich auch hier wieder genervt bin. Ich wünsche es mir sehr, dass die Protagonisten sich weiterentwickeln, dass sie nicht auf diesem Niveau bleiben. Aber ich bin da sehr im frohen Mutes und ja, bin schon sehr gespannt, wie die Protagonisten ja sich entwickeln. Was die Nebenprotagonisten finden, was die Nebenprotagonisten angeht. Man ist hier sehr, sehr stark auf diese drei Hauptprotagonisten natürlich fixiert. Es gibt Nebenprotagonisten, wo ich mir manchmal doch auch mehr gewünscht hätte, wo ich dachte, ah, da könnte noch mehr kommen, sie könnten noch mehr ausgearbeitet sein. Vor allen Dingen so, was ihre Beschreibungen anbelangt, da könnte wirklich noch ein bisschen mehr kommen, aber am Ende sind es halt dann eben auch nur die Nebenprotagonisten und es tut sich schon, dadurch, dass es ja auch der erste Band ist, wirklich hauptsächlich um Andreas, Marc und Manuela drehen. Ja, was den Schreibstil und an sich die ganze Schreibweise von der Autorin angeht,
finde ich, dass sie ein sehr gutes, oder es ist sehr gut gelungen ist, den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten und man immer das Gefühl hat, dass ich jetzt gerne sehr weiterlesen möchte. Und dass ich nie das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt weiterlesen, beziehungsweise was ich meine, ist, dass es dieses Buch keine gewisse Länge hat. Ganz im Gegenteil, an manchen Stellen hätte ich mir sogar noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber so wie es ist, war es auch okay. Und vielleicht werden ja meine offenen Fragen ja in den nächsten Bänden geklärt. Was ich allerdings sagen muss, ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es ihr Debütroman ist. Also wenn es ihr Debütroman ist, dann ist es wahrscheinlich auch erklärbar, warum manche Sätze sind so, wie sie sind. Manche Sätze sind, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, sehr, sehr, sehr plump. Sie sind sehr einfach und vor allen Dingen wahnsinnig kurz. Ich habe nichts gegen kurze Sätze, überhaupt nicht. Aber wenn ein kurzer Satz nach dem anderen kommt und ich rede von so Sätzen von mit 4, 5 Wörtern, dann wirkt es für mich immer sehr, sehr plump und auch so, als hätte man sich ein Stück weit auch nicht über diesen Satz nochmal Gedanken gemacht. Sicherlich muss man auch hier nochmal ein bisschen relativieren. Es ist eigentlich ein Jugendbuch, es sind jugendliche Protagonisten und wenn er für Jugendliche geschrieben ist, ist es wahrscheinlich auch, vielleicht auch die Schreibweise, die sich für Jugendliche besser eignet. Aber so als Erwachsener kam es mir dann doch schon etwas plumper vor und ich hätte mir schon den ein oder anderen schwierigeren Satz gewünscht. Nichtsdestotrotz bin ich gut mit dem Schreiben zurechtgekommen. Ich war auch sofort drin. Die Autoren hatten mich eigentlich mit der Geschichte sofort gefesselt und da kann ich dann doch über den einen oder anderen kurzen Satz hinwegsehen. Wer Fantasy gerne liest, vielleicht auch gerne Jugendfantasy, dem kann ich dennoch auch mit meinen Kritikpunkten dieses Buch oder die Geschichte nur empfehlen. Ich mochte dieses Setting und das hat für mich wirklich das rausgerissen, unheimlich gerne. Ich mochte so dieses Feeling, dieses Unterwasser-Feeling und ja, deswegen kann ich das Buch auch nur empfehlen. Schaut mal rein, schaut vielleicht auch mal in ihrer Sprache. Ich glaube, sie hat eine Sprachprobe als Video auf YouTube hochgeladen. Wenn ich es finde, verlinke ich es auch sehr gerne nochmal unten in der Infobox. Ansonsten kann ich euch nur dieses Werk empfehlen. Schaut es mal rein, ob es was für euch ist. Mich würde an dieser Stelle natürlich wieder interessieren, ob ihr das Buch schon bereits kennt, ob ihr es gelesen habt, ob ihr auch schon den zweiten Teil davon gelesen habt. Den möchte ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Hierbei handelt es sich um diesen zweiten Teil, und zwar Queer to Morf und das Erbe. Mal sehen, was hier auf mich zukommt. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch diesen ersten Band nur empfehlen. Schaut mal rein und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch einen schönen Tag und bis bald und bis dahin. Tschüss!